Wollen wir das denn jetzt machen? Was? Was denn? Was? Ja, 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 hier! Anfang Video! Das was? Das ist echt cool. Wir sind das Jugendforum von Bad Soden am Taunus. Wir sind das Jugendforum, aber das ist doch wieder so wie unser altes Bad Soden. Bad Soden. Das Jugendforum. Jugendforum. I like that. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Mit dem Jugendforum-Team. Nein, ganz normale Leute. Das Jugendforum Bad Soden trifft sich jeden Donnerstag. Trifft sich jeden dritten Donnerstag irgendwie und hat jetzt irgendwie auf YouTube ein super Video gepostet. Okay. Zum Beispiel das, was wir jetzt gerade gemacht haben, so in ganz, also so ganz komplex zusammengeschnitten. Wir sind das Jugendforum. Boah. Wer sind wir? Was machen wir? Was macht das Jugendforum? Und einfach Werbung, Eigenwerbung machen. Ab November buchen wir das Kino für fünf Monate. So eine Reihe, so die schönsten Disney-Filme. Wenn ihr wollt, bleibt gerne hier. Und dass man dann nochmal ein bisschen Musik dann nochmal dazu macht. Also dass man dann vielleicht noch eine After-Kino-Party macht. Ja, ja, ja. Passt. Hi! Gegen um eins, nein, niemand in die Verwirrung. Wie findest du das Jugendforum? Oder was macht das Jugendforum? Ja, wir haben dann alle da gesessen und dann saß dann einer da. Das war so ein bisschen oft lustig gemacht, aber auch so wirklich ernst. Dann saß man dann halt da und dann saß dann einer da, ja, was macht ihr denn im Jugendforum zum Beispiel? Und dann, ja, bla bla. Was macht das Jugendforum denn? Also das Jugendforum ist entstanden aus dem Tag der Jugend 2009. Also seit 4 Jahren treffen wir uns im Abstand von 2 bis 3 Wochen und reden halt über Themen, die halt die Jugendlichen unserer Meinung interessieren. Aber der Weihnachtsmarkt war toll, aber wenn man Dienst hatte, war er ja. Meine Füße waren kaputt. Was hat dich bewegt, wieder hier herzukommen? Das ist ja die interessante Frage. Echt? Nee, also ich finde es gut, was das Jugendforum macht und deswegen bin ich hierher gekommen. Weil mich interessiert es einfach und ich finde es gut, dass es Leute gibt, die was für die Jugendlichen machen. Inzwischen kann man dann... Was? Ein Punkt. Man kann vielleicht noch diese Ecken hier dran, dass das besser passiert. So halt. Oder dein Schnörkel hier noch alles hier hin und dann ja, irgendwie so. So professionell meist. Es muss nicht schön sein, es muss zweckdienlich sein. Nein, wenn, dann machen wir das ordentlich. Ja, das ist wunderschön. Das ist sehr schön. Wir planen verschiedene Veranstaltungen für Jugendliche und wir versuchen, was so ein Stück besser zu machen für Jugendliche, da es mehr Plätze gibt, wo die halt hingehen können, ohne dass sie Ärger bekommen oder so. Ja, das Jugendforum ist aus einer Initiative am Tag der Jugend in 2009 entstanden. Am 1.9.2009 gab es dann das erste Treffen mit noch über 20 Mitgliedern zur damaligen Zeit. Das war noch eine ziemlich große Runde, nur leider sind wir immer mehr geschrumpft. Mittlerweile sind wir nur noch 5, 6 Mitglieder, wie halt immer die Zeit passt. Manchmal sogar auch mehr. Und seitdem versuchen wir immer wieder neue Sachen zu planen für die Jugend. Ja, wir treffen uns alle 3 Wochen und wir planen dann hier halt immer so gut es geht. Es können halt nicht immer alle kommen, aber die nicht kommen können, werden immer über unsere WhatsApp-Gruppe und über Facebook informiert. Genau, stimme ich dir zu. Also vor einem halben Jahr haben wir ein Basketballturnier organisiert im Frühling. Und ja, es war auf jeden Fall ein kleiner Erfolg für uns. Und ja, wir wollen jetzt versuchen, so weiterzumachen mit weiteren Veranstaltungen. Wir sind gerade dabei, einen Kinotag zu veranstalten mit
in Kooperation mit dem Kino in Bad Soden. Ja, genau, das ist gerade unser Projekt. Und wir versuchen halt auch immer die Kommunikation mit der Stadt und mit der Presse zu halten, wo sich meistens der Viktor drum kümmert, weil er da sehr engagiert ist. Und wir werden auch von der Stadt recht positiv aufgenommen, als Jugendliche, die sich engagieren und auch von denen unterstützt. Die Kommunikation mit der Stadt hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Und wir hoffen halt, dass wir irgendwann neue Mitglieder bekommen, weil irgendwann ist man halt zu alt für das Jugendforum. Bis auf unseren Kameramann. Bis auf unseren Kameramann, ja, ganz genau. Und deswegen wäre es cool, wenn du Interesse hättest, dass du mal vorbeischaust. Termine findest du dann auch auf unserer Website. Würden uns freuen.